Hallöchen, wir sind zurück mit einer neuen Folge von Ich will mehr, heute mit hervorragenden Kandidaten. Wir haben dabei den Stormy, Ja, moin. den Fjalk und auch der Becken. Ich will mehr Geld. Reden wir mal drüber, eventuell, wenn du heute gewinnst. Ich werde euch wieder Top 30-Listen abfragen. Mit Geld kann ich mir Liebe kaufen. Was? Ja, Top 30 Listen, ja. Es gibt eine kleine Regeländerung. Wir hatten es ja beim ersten Male so, dass man am Anfang eine Zahl bieten musste. Deswegen hattet ihr 5 Minuten Bedenkzeit, damit ihr euer Höchstergebnis wisst. Da wir aber jetzt so machen, dass man reihum Fragen gibt, verkürze ich eure Bedenkzeit auf 3 Minuten. Skandal! Was erlauben, Shadow? Ich sehe auch gerade, ich hätte vielleicht eine Stoppuhr mitbringen sollen, aber das werde ich schon irgendwie anders regeln. Ich sag dir, wenn die 3 Minuten um sind. Vertrau mir. Nee, ich sehe das ja hier ungefähr. Das heißt, ich muss auch Discord aufmachen, damit ich euch gleich verschieben kann. Ich schaue nämlich dann wieder bei euch rein, während ihr überlegt. Das erste Thema, das ich gerne von euch gleich möchte, ist die Liste von Interpreten mit den meisten verkauften Tonträgern weltweit. Bevor Nachfragen kommen, Tonträger beinhalten Alben, Singles, Kompilationen, Videoalben sowie virtuelle Downloads von Singles und vollständigen Alben. Ist euch klar, was ich von euch möchte? Ja, also mir. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, ich sehe wieder, ich kann in Discord Leute nicht verschieben. Deswegen würde ich den Bacon jetzt einmal bitten, dass er Fjalk und Stormy in Aufnahme 2 und 3 Jo. verschiebt. Erledigt. Danke. Ja, dann bleibe ich auch direkt bei dir. Wie Ja, siehst du super, dich mein bei Lieber. diesem Thema? Mittelmäßig. Also ich habe so ein paar, 30 gibt es und ich glaube, also ich bin mir sicher, ich komme auf so 10 bis 15. Fange ich einfach mal an. Ich würde einfach mal vermuten, sowas wie Beatles, Rolling Stone, Michael Jackson. Dann haben wir vermutlich Madonna, weil die ist schon Ewigkeiten da, aber musste auf jeden Fall bei sein. Elton John, den gibt es auch schon seit 1000 Jahren. Und dann wird es langsam ein bisschen schwieriger. Da gibt es noch so ein paar Rockbands, deren Namen ich einfach, wo ich mir halt nicht ganz so sicher bin. Ich vermute, weil der war Anfang der 2000er echt bekannt, Eminem macht ja immer noch Musik. Vermute ich, dass der auch. Und hier die mit dem, oh, wie heißen die? Ich glaube, Pink Floyd müsste das sein. Ich Du sage einfach mal wirst Pink schon drauf Floyd. kommen. Du hast auf jeden Fall schon mal einen guten Start, würde ich sagen. Ja, also Ich gehe mal. ich werde auf ein paar kommen, Ja, ja. ich besuche die anderen. Jo. Hallo Fjalk. Hallo Fjalk. Hallo. Hallo, hallo. Ja, jetzt höre ich dich. Wie sieht's bei dir aus? Du hast ja einen sehr speziellen Musikgeschmack, bezeichnest ja vieles als Popquatsch gerne. Wie sieht's bei dir bei diesem Thema aus? Ja, ich habe Gut, was immer du sagst, ich kann einen es nicht habe ich, hören. also warum nicht? Hör mir doch mal zu. Ich bin nicht gemutet. Ja, aber manchmal ist deine Voice Activation anscheinend in Discord. Das ist ja nichts Neues. Willst du noch mal ganz kurz sagen, wie du dich beim Thema siehst? Gutes Mittelfeld. Okay, hast also ein paar Ideen, ja? Ja. Ja, der Bacon hat eben schon versucht, sich an Rockbands zu erinnern. Ja, da du ja am Anfang ein wenig länger Zeit gebraucht hast, gehe ich noch ganz kurz beim Stormy rein. Du hast weniger als 1 Minute Zeit noch. Okay. Hallöchen, Stormy. Ja, Wie moin. ist dein Musikwissen? Relativ ausgebreitet, verbreitet, wie auch immer. Das heißt also, du kennst nicht nur nischige Sachen, sondern könntest dir auch vorstellen, dass du hier einige Sachen erraten kannst. Ja, 11 Stück habe ich mir hier schon mal aufgeschrieben, wo ich der Meinung bin, dass die hundertprozentig unter den 30 erfolgreichsten in Sachen Tonträgerverkauf sein müssten.
Also ich kann ja auch ein paar Beispiele nennen, ob du jetzt was Nö, sagst oder das nicht, ist ja brauchst du nicht, egal. weil die Zeit ist fast aus. Aber das Gute ist, du kannst Ah, ja auch okay. während der Auflösung, man kann ja noch währenddessen weiter überlegen. Denn die Zeit ist in 3 Sekunden vorbei. Deswegen würde ich dich bitten, Ah. wieder in Aufnahme 1 zu gehen. Okay, Sekunde, ich hüpfe. Hallo, die Zeit wäre vorbei. Sei doch so nett und komm in Aufnahme 1 hoch. Weile mehr als 30. Okay. Oh, So, wir sind alle Scheiße. wieder da. Ja, Ich wie habe ist das? bei Wie viel all. Fehler darf man machen? Beim zweiten Fehler seid ihr raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Die Hälfte habe ich. Ja, ihr könnt ja, das Schöne ist ja, deswegen ist die Zeit ja kürzer, ihr könnt ja jetzt noch währenddessen weiter Ja. überlegen, weil ihr müsst ja nicht mehr am Anfang eine Zahl mir sagen. Und ich würde einfach sagen, bei den 3 Folgen ist es ja so, es fängt jeweils eine andere an. Und in dieser ersten Frage wird der Stormy anfangen. Nenn mir bitte jemanden aus den Top 30. Aus den Top 30 Queen. Bitte? Ja. Queen? Queen! Ja, hätte ich auch genommen. Queen ist auf 12. Jawohl. Okay, warte mal kurz, Queen schon mal löschen. Dann als nächstes ist der Fjalk. Mal die Beatles, Junge. Ja, bin ich da auch voll Die dafür. Beatles sind auf der 1. Natürlich, wo auch sonst. Und dann kommt Ja, der Bacon. Und das ist auch die das sind alles Reihenfolge, die ihr euch ganz, ganz merken könnt. abstruse andere Band, die hätte auch da sein können. Also, es hätte mich fast gewundert, wenn die Beatles nicht auf 1 gewesen Ich wären. sag einfach mal eine irische Band, U2. U2. Bin ich auch bei dir, ja. Die sind nicht ganz so hoch, die sind 100 pro in den Top 30 drin. Ja, die sind auf der 18. Kannst du da mal vielleicht sagen, wie viel, kannst du uns vielleicht auch sagen, wie viel Tonträger die verkauft haben? Nur Interesse halber. Falls du die Zahl hast, wenn nicht, ist egal. Kann ich euch sagen, also Beatles geschätzte Verkaufszahlen 1 Milliarde. Queen hat 200 Millionen, U2 hat 150 Millionen. Nur mal so ein Gefühl Da zu steht ja kriegen. schon die Hälfte von den Queen verkauften Sachen bei mir im Regal, cool. Gut, Stormy ist dran. Michael Jackson. Michael Jackson, Ja, yeah. Michael Auf jeden Fall. Jackson ist auf der 3 dabei. Dann weiß ich, wer auf 2 ist. Das wird der Falk bestimmt jetzt sagen. Ja, das könnte ich machen, aber ich möchte erstmal ein paar Außenseiter hier Abhaken. rausschmeißen. Und zwar, pass mal auf, da rechnet ihr gar nicht mit. Aber ich sag mal, pass auf, jetzt kommt's. Die Bee Gees. Oh Gott. Oh, hätte ich jetzt gar nicht gesagt. Die stehen Die bei habe mir ich gar überhaupt nicht nicht auf auf der dem Schirm Liste. hier. Aber könnte Ach, sein. warum nicht? Könnte sein. Der Fjalk hat ein erstes X, leider. Ach komm. What? Aber weißt du, was die Bee Gees sind? Die Bee Alt. Gees, das glaubt man. Die Bee Gees sind die kommerziell erfolgreichste Band, weil die haben für Milliarden genauso berühmte Menschen Sachen komponiert und kriegen da auch scheiße was an Geld für. Ja, das Also. war aber leider nicht die Frage. Ja, aber das ist unnützes Wissen, das ihr jetzt habt. Ja, Ich sage jetzt wer einfach macht mal denn? auf Platz 2 ist vermutlich der Typ, der, ich weiß nicht, ich glaube, das Lied ist gar nicht von ihm. Ich glaube, er hat das nur gecovert. Anab, dabba, dabba, adab, dab, dab, dudi, frudi. Elvis, der King. Ja, natürlich ist er da. Ja, 100 Pro. selbstverständlich ist er auf der 2. Es wäre auch War mein auch nächstes Herz einfach gewesen. vollkommen Ja. überbewerteter Typ. Oh. Hat er überhaupt Tutti Frutti gemacht? Nein. Nee, ne? Aber das hat er auch mal gesungen, oder? Das kann Bestimmt sein. auf Ja. seiner Hawaii-Tour gab es da mal eine da. Gut, Stormy ist wieder dran. Ich sage ACDC. Das ist wahrscheinlich eine der Rockbands, wo der Bacon am Anfang überlegt hat, wie die heißen. Oh ja, die habe ich auch bei mir auf der Liste. Die sind auf der 15 dabei. Achtung, unnützes Wissen. Nice. Fjalk, denk dran, beim nächsten Fehler bist du raus. Ja, aber erstmal ist ohne zu wissen. Nee, da komme ich jetzt mit den Zahlen durcheinander. Also sinngemäß war das, irgendein Kritiker schrieb mal, AC/DC ist die Band, die 24 Alben gemacht haben, die alle gleich klingen. Und da hat sich einer
einer von den Young-Brüdern gemeldet hat, geschrieben, das ist völliger Unsinn. Wir haben 25 Alben gemacht, die völlig gleich klingen. Nee, ich hatte ihn gewarnt, nicht, dass er das unnütze Wissen direkt mit einer Antwort verbindet. Deswegen okay, wollte ich da gut vorbeugen. Nee, kommt ihr Mainstream, ich weiß ja, was ihr wollt. Aber. Ja, natürlich, aber. Aber ist 100 Pro mit dabei. Wo schätzt du die ein? In welchem Bereich? Top 10. Ja. Ich würde sogar sagen, 4 bis 7. Auf der anderen Seite von den Top 10. Habe ich ja gesagt. Ist auf der 23. Okay. Oh, ein bisschen weiter unten. Aber dabei. Gut, Bacon. Ich sage einfach mal, ich habe da ganz extra den Songtext rausgesucht. Every night in my dreams, I see you, I feel you, that is how I know you go on. Na, welches Lied ist das? My Heart Will Go On von Celine Dion. Ich glaube, die ist dabei, weil die ist ja auch schon... Celine Dion ist 100 Pro dabei. Ja, ich meine, die hat den ESC gewonnen und ich meine, allein Titanic hat sich vermutlich 350 Milliarden Mal verkauft. Ja, die ist auch die dabei. Bei 10 bis 13 einschätzen, ja, so irgendwie. Reicht es dir außerdem zur Not auch, nur als Frage, wenn man bei einem Lied sagt, wenn man den Namen des Künstlers nicht weiß, aber den halt so beschreibt, dass es eindeutig ist? Dann würde ich in dem Fall die anderen beiden sich die Beschreibung anhören okay lassen und dann können die entscheiden, ob das reicht. Okay. Aber Celine Dion ist auf der 14 dabei. Okay. Wenn die du meinst, wahrscheinlich nicht. So, dann sind wir schon wieder bei Stormy. Ich sage Madonna, die fehlt mir da in der Liste. Die muss da drin sein. Ja, 100 Pro. Ja, die ist auch recht weit oben, nämlich auf der 4. Nice. So, Mainstream-Fjalk. Lass was hören. Ja. Mainstream-Fjalk. Ja, also allein schon, weil die so alt sind, müssen die eine Menge Scheiß verkauft haben. Rolling Stones. Ja. Würde ich auch sagen. Die Rolling Stones. Die Stones sind auch mit dabei. Ja, die, ja wo, die sind auf der 16 dabei. Okay. Hatte ich auch auf meiner Liste. Gut. Dann sage ich doch, der Herr der gut aussehenden Hosen und Brillen und so einen ganzen Kram, Elton John. Ja, 100 Pro. Elton John habe ich auch ziemlich weit oben direkt am Anfang schon gehabt. Der ist direkt unter Madonna. Unter Madonna, krass. Ja, ne? Da kommen wieder das, Bilder im das, Kopf. Das halte ich für ein Gerücht. Und wenn das so war, hat es andere Gründe. Ah, ich weiß sogar jetzt auch, wie der heißt. Ne, ich brauche den gar nicht mehr beschreiben. Aber ja, sag mir das nochmal, weil ich konnte nämlich gerade nicht drauf. Aber der Typ Storm ist erstmal dran. Ihr könnt ja in der Zeit überlegen. Pink Floyd. Mhm. Pink Floyd, wow, natürlich. Auch die sind dabei auf der 7. Ja, nice. Fjalk, ist dir der Name eingefallen? Nee, noch nicht. Dann sag erstmal was anderes. Auf die Gefahr, dass ich jetzt rausfliege. Ja. Aber ich will, dass er dabei ist. Ja. Und wenn nicht, dann hat die Welt keinen Musikgeschmack. Mr. David Bowie. Bin ich mir nicht sicher, ob der dabei ist. Ja, er hat hier die Gefahr ja hervorgerufen. Der Fjall ist raus. Ja. Ich habe keinen Musikgeschmack. Ich habe es immer gewusst. Jetzt haben wir den Beweis. Ja, schämt euch. Alle doof, David außer Mama. Bowie hätte ich auch gerne unter den ersten 30 gesehen, aber... Na. Nee, leider nicht. Gut, ich spiele weiter mit Bacon und Stormy und Bacon ist dran. Ich sage LED Zeppelin, auch LED Zeppelin genannt. Richtig, 100 Pro sind die dabei. Natürlich, auf der 6. Meinst du nicht LSD Zeppelin? LSD Zeppelin. Gut, Stormy ist wieder dran. Ich sag Whitney Houston. Ja. Genau die. Sehr gut, abgepasst. Die ist natürlich dabei auf der 13. Also nichts gegen Whitney Houston persönlich, ja, aber David Bowie nicht in die Top 30 lassen, aber die da oben. Liebe Welt, wir müssen reden. Ja, der liebe Fjalk ist persönlich angefressen einfach gerade. Ja. Ich verstehe es einfach nur nicht. Was stimmt denn mit der Welt nicht? Ja, alles. Sehr viel. Gut, Becken. Ich sag Eminem. Ja, bin ich dabei. Der Fjalk wollte was zum Thema Eminem sagen, glaube ich. Nee, als Künstler kann ich ihn schon wertschätzen, aber er ist kein David Bowie. Ja, das ist richtig. Aber damit hat er es auf Platz 8 geschafft. Ich muss telefonieren, ich muss mit der Welt telefonieren. Ja. Klage ihr dein Leid.
Nee, ich will antworten. Stormy. Ich sage Phil Collins. Auch den kam ich nicht, dankeschön. Der Schlagzeuger mit den wenigen Haaren. Ja, der Schlagzeuger mit den wenigen Haaren. Ja, der ist auf der 21 dabei, sehr gut. So geile Lieder hat der Mann, ich sag's euch. Okay, kann ich auch bei mir streichen? Ich sag, und das weiß ich nur, weil ich ab und zu, wenn Johanna und ich ab und zu unten so am Fernseher sitzen, gucken wir halt bei YouTube, da bin ich nicht mit meinem normalen YouTube-Account, sondern mit einem anderen YouTube-Account angemeldet. Und da gucken wir regelmäßig irgendwie WatchMojo und so einen ganzen Kram. Die haben ja immer Top-10-Listen und so einen ganzen Scheiß. Und ich wusste gar nicht, bis ich da mal was gesehen habe, dass die überhaupt großartig singen. Barbara Streisand. Ja, die habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste hier. Aber die ist mehr ein David Bowie. Ja, dass die immer noch lebt, wundert mich manchmal. Die ist auf 20. Ja, die ist auch viel älter als sie auch. Die Barbara Streusalz, ja. Immer wenn ich sie sehe, denke ich, du kannst doch noch keine 70 sein. Nach ihr, es gibt ja auch den Streisand-Effekt, der, wo sie damals was dagegen hatte, dass auf irgendwelchen Fotos ihre Villa zu sehen war. Und nur weil sie so laut dagegen protestiert hat, haben sich überhaupt Leute dafür interessiert, ihre Villa auf Fotos zu sehen. Gut, aber sie ist auf jeden Fall dabei. Ihr habt beide 7, Stormy ist dran. Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und kassiere wahrscheinlich ein X, aber ich sage Frank Sinatra. Oh. Das ist natürlich bei älteren Leuten, die haben natürlich so ganz, älteren Künstler haben ganz andere Bedingungen zum Verkauf von Tonträgern wie in der heutigen Zeit, aber er hat es auf die 24 geschafft. Nice. Mal kurze Frage, hast du dich bei Barbara verschrieben oder schreibt die sich wirklich anders? Die schreibt sich wirklich so. Barbara. Ja. Okay. Nicht verschrieben ist okay. So richtig. Okay, gut, wusste ich nicht. Ich lebe mich immer noch nicht aus dem Fenster. ich sag einfach mal Mariah Carey. Ja. Ich glaube, das ist noch ein sicheres Ding. Mariah Carey ist mit drin. Das ist sehr sicher. Ja, allein durch die Coca-Cola-Werbung hat sie ja wahrscheinlich schon. Ja. Ich habe auch noch mal eine Frage, Dominik. Ja, Steffen, ich sage nicht, dass es gut ist. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, was ist denn los mit dir, Welt? Wie ist das mit Downloads? Sind da nur gekaufte Downloads? Ne? Also sehen dann nicht zum Beispiel Napster. Nicht die ganzen... Ja, nee, ich meine, aber es sehen dann zum Beispiel auch nicht Leute, die einfach nur bei YouTube mega durch die Decke gegangen sind und dort 5 Milliarden Views haben. In dem Artikel steht dabei, zum Beispiel hier... Den Rest mit K-Pop-Bands auf. es steht natürlich, wird dabei, heutzutage wird die Popularität eines Songs in den Charts fast ausschließlich über Downloads, Klicks und Streaming-Zahlen gemessen. Ich weiß jetzt letztendlich nicht, ob das gewertet wird, wenn man sich das bei YouTube anschaut, ob das reinfließt, kann ich dir nicht sagen. Na, wahrscheinlich nicht. Okay, gut, weil dann fliegt mein einer, glaube ich, schon mal raus. Aber wie gesagt, wenn jemand hier 5 Milliarden Klicks auf YouTube hat, dann kannst du von der 5 Milliarden Summe definitiv einen großen Batzen nehmen, der das Zeug auch wirklich gekauft hat irgendwo. Ob der jetzt das digital auf, nochmal gekauft hat? Also da müsste... Dann hätte der, an den ich die ganze Zeit denke, hätte dann eigentlich schon längst kommen müssen. Du meinst Spotify, Psy oder so, dieser Koreaner mit Gangnam Style. Genau, das war nämlich der, ich kam auf den Namen Psy jetzt gerade doch noch, ich wollte vorhin, ich steht bei mir noch in der Liste der Gangnam-Typ. Ja, aber der Gangnam-Typ. Es steht halt wirklich Tonträger und ich vermute mal, dass normale Stream bei YouTube da nicht reinzählt. Ja. Aber der Storm ist sowieso erstmal dran. Ich habe jetzt im Hintergrund mal den Bitboy bei Spotify angemacht. Ich krieg den doch in die Top 30. Also wenn jetzt hier der Bacon Mariah Carey geknallt hat, dann knall ich jetzt Rihanna noch raus. Was du hier wieder knallen willst. Strafender Blick von rechts, by the way. Gut, die ist auf der 11 dabei, jawohl. Ja, okay, wir können da noch zwischen reingerutscht sein. Ich lehne mich da immer ein bisschen raus, aber ich sag, der war einfach lange im Business. Der tritt auch heute immer noch auf, Billy Joel. Ja, den hatte ich auch noch ziemlich weit unten hier stehen. Ja. Der wird eher so... Ja. Eher so... Zwischen 20 und 30, glaube ich. Ja, auf der 19 ist er. Ja. Doch so weit oben. Ja. Oh, dann bin ich mal gespannt, ob ihr auf Nummer 10 kommen werdet. Aber es ist Taylor Swift? Oh Gott. Ja.
Das ist wahrscheinlich das ist die Nummer 10. Da muss ich Fjalk bekommt jetzt erstmal einen Herzinfarkt. Das ist 100 Pro die Nummer 10. Nee, ja. Ich weiß immer noch nicht, wie die aussieht. Ist die Nummer 17, okay. Was hat die denn gemacht? Gesungen. Die hat gesungen und hatte Schlauchbootlippen. Ja. Nein, aber die hat halt. Die war ist schon komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe die. Ja, ich habe kein, zu alt ich hab kein Lied von der im Kopf. Du guckst kein MTV. Es gibt aber kein MTV mehr. Das ist doch, ja, leider. Das ist nicht das Richtige. Da läuft ja die ganze Zeit Just Tattoo of Us und so. Da sollten wir uns mal für anmelden, für Just Tattoo of Us. Ist das nicht eine Kaffeemelodie, Werbung? Nee. Benken überlegt anscheinend. Ja, ich überlege. Ich habe eine Idee, aber... ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Ich lehne mich da aus dem Fenster. Ich sage, der Typ, der eigentlich nur zwei Lieder hat, und zwar eine schnulzige Rockballade und was nicht ganz so schnulzig ist, etwas rockigeres, Bon Jovi. Ja, den habe ich auch. Was anderes macht er ja nicht. Das ist eigentlich das komplette Programm. Das ist alles wo würdest du ihn einsetzen? Ich würde den eher... Ich würde den irgendwo zwischen 22 und 30. Ich würde den zwischen 25 und 30 schätzen. Ja, sind nicht mehr so viele Lücken. Und 22 bis 30 hat man die leeren Plätze. Ja, ist auf der 28 dabei. Oh, ja. Ihr seid beide noch ohne Fehler dabei. Ich muss mal eben kurz für mein nächstes, muss ich mal eben 1, kurz 2, die 3, Lyrics 4, aussuchen. 5, 6, ja. 7, 1, 2, 3, ja. 4, 5, 6, 7. Sieben Lücken, sieben Vorschläge habe ich noch. Ich mach mal hier jetzt noch das Bekannteste. Ich mach das Bekannteste wahrscheinlich noch jetzt hier und mach mal noch Metallica. Die müssen eigentlich auch noch da irgendwo mit dabei sein. Ja, das würde der auch den Fjalk, glaube ich, freuen. Das ist allerdings ein erstes X für dich. Was? Metallica ist nicht dabei? Nope. Die sind... Na geil, Alter! Ich habe jetzt wieder einen Ohrwurm von Enter Sandman, danke. Ich wandere aus. Ich suche meinen neuen Planeten. Metallica muss doch dabei sein. Ich habe gerade eben noch mal eben das Lied, weil ich kam nämlich auf viele Bands über Lieder, die Bands, und kam ich irgendwann auf den Bandnamen Hotel California, und deswegen sage ich, sind die Eagles dabei. Ja, ja, Metallica habe ich gerade mal geschaut, die kommen auf wahrscheinlich 32 wären die gewesen. Und so knapp unten rausgerutscht. Ja, Die Eagles sind auf der 10. Stormy, guck mal, ja, die habe ich ja auch noch drauf. Denk dran, Stormy, beim nächsten Fehler wärst du raus. Das glaube ich schwer. Oh, ich weiß. Also jetzt wird es echt schwer. Ich habe die ganzen Sachen, die ich jetzt habe, das ist alles so geraten. Ich weiß was. Da sind einige Sachen dabei, wo ich mir gesagt hätte, oh. Also zwei von denen hätte ich noch gewusst. Ja, ich stauche gerade ein bisschen meine Liste zusammen, weil wenn ich überlege, wer alles so nicht dabei war. Ja, denk dran, Beck, sag nicht aus Versehen was, du bist aktuell nicht dran. Ich weiß. Der 30. Platz. Garth Brooks. Relativ. Bitte. Mittig noch. Wer soll das sein? Das ist ja voll nischig. Garth Brooks ist relativ nischig. Ja, ja, also klar. Wenn wir jetzt nur USA hätten, dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Also darf ich mal fragen, ich kenne den nicht, wer ist das? Garth Brooks ist Rockmusiker und Folkmusiker. Okay. Ja, stimme ich vielleicht zu, wenn es echt nur USA wäre, dann gäbe es vielleicht eine Möglichkeit. Aber du hast dir leider gerade dein zweites Kreuz eingefangen. Okay. Der Bacon kann allerdings noch seinen Punktestand erhöhen. Also bei zwei bin ich mir, ich meine, es sind jetzt schon so viele dabei gewesen, wo ich mir auch gedacht hätte, also zum Beispiel Metallica hätte ich nie und nimmer gedacht, dass es ein X ist. Ich sag einfach, die Typen, die Bruce Willis Smith in den Weltraum geschossen haben, Aerosmith. Ach ja, die habe ich hier auch noch. Oh Mann. Aerosmith, wäre noch ein Versuch. Ja, die sind auf der 22 dabei. Ah, oh, fick doch die Hände. Und dann vielleicht der Boss, Bruce Springsteen? Natürlich, ja. Der ist auf der 25. Ja, wenigstens. und ab da an kann ich eigentlich nur noch raten, weil da habe ich jetzt so ein paar neuere genommen. Bruno Mars hätte ich noch. Ja. Ist das eine Antwort? Aber ja, ist eine Antwort. Ist ein X. Nee, der ist auf der 27. Nein.
Okay, dann der Präsident der USA 2024, Ja, Kanye West. natürlich. Und dann müsste eigentlich, da komme ich aber schon die ganze Zeit nicht auf den Namen. Dieser Kanadier, nicht Justin Mit der Bieber. Brille. Nee, der Kanadier, auch so ein Rapper. Aber komme ich gerade nicht drauf. Deswegen sage ich Lady Gaga. Da hast du ein X. Darfst Okay, aber noch das ist einmal gut. raten. Ich darf so noch einmal falsch raten. Nee, beim nächsten Falschen bist du raus. Ja, aber ich darf noch mehr als einmal raten, wenn ich Ja, wenn richtig es bin. richtig ist. Scheiße, wie heißt denn der? Ich werde mich ärgern, wenn er gleich drauf ist. Das ist ein Kanadier, der ist ganz viel bei Basketballspielen und so einen ganzen Kram, macht so Musik, wo ich mir immer denke, das ist keine Musik. Gut, denke ich mir bei vielen auf dieser Liste. Dann sage ich einfach George Michael. Damit beendest du diese Runde mit 15 Wow. Punkten. Habt ihr noch Ist irgendwelche Rush Vermutungen, dabei? die... Ist Rush Ich dabei? hätte noch, ja, ich hätte noch Eric Clapton mit reingeknallt, eigentlich. Gut, ja. Ja, der wäre auf der Au. 29 gewesen. Und nur noch 30. Da kann man dann Bowie quasi zuschieben, das passt. Ah, Ke scheiße, kein wie Tipp heißt denn mehr, der? Ich was komme sein nicht könnte? drauf. Linkin Was Park, ist mit Rush? Coldplay. Was ist mit Rush? Chess, Was das ist mit wäre Rush? entweder Linkin Park oder Chester Bennington, aber ich glaube nicht, dass einer von den beiden da drauf ist. Ja, oder Backstreet Rush. Boys, Guns N' Roses, irgendwie sowas, Prince. Rush. Nee. Donna Summer, Neil Ey, da habe Diamond. ich's gehört. Donna Summer wäre auf der 30 gewesen. Echt Krass. jetzt? What the fuck? Sagte Krass. mir auch so Für gar die nichts. haben die Beatles doch nicht Was? aufgeschrieben. Donna Summer sagt dir nichts. Donna Summer hat doch zum Beispiel hier mit dem einen Typen Ain't No Valley White Hyenas, was auch Ja, immer, Mountain High Hyenas. aber nicht die Urfassung. Das Ja, aber. war auf der Seite noch. Eine kleine niedliche, wie ist die noch? Ja. Ja, das ist weiter. Ach, der Marvin Gaye hat mit jedem gesungen, wenn der nicht mehr laufen wollte. Entschuldigung. Ja, gut. Der hat jeden mitgenommen. Ja, willst du mit mir singen? Komm mit. Gut, die erste Runde ist damit beendet. Fjalk 3 Punkte, Stormy 10 Punkte, Bacon 15 Punkte. Der hat also noch einiges am hinten rausgeholt, als er alleine war. Ihr könnt schon mal auf das zweite Tabellenblatt gehen und euch schon mal darauf vorbereiten, gleich bitte im Discord wieder in andere Channels zu gehen. Desillusioniert. Dass Nee, verstehe Metallica ich nicht mit auch. dabei war, ne? Ja. Die warten nur über 120 Ich Mille meine, verkauft, dachte ich. Slayer nicht. Okay, aber Metallica, was soll das? Ja, und hallo, dann ist Bon Jovi dabei mit seinen zwei Liedern, die er halt immer leicht verändert Ja, das rausbringt. Leben Aber ist nicht fair. der hat in den 80ern die Ozonlöcher gemacht. Er hat was geschafft im Leben. Gut, dann habe ich aber was, wo ich sehr gespannt bin, weil das kann alles und nichts werden. Dänische Pfeifenbauer. Fast. Ich möchte von euch die Top 30 häufigsten Wörter in der deutschen Sprache. Es geht dabei um geschriebenes Deutsch und nicht um gesprochenes Deutsch. Du warst schon wieder weg. Die Top was? Von was? 30 der häufigsten Wörter in der deutschen Sprache. Es geht um geschrieben, nicht gesprochenes. Richtig. Ach so. Habt ihr dazu Fragen? Okay. Ansonsten würden eure 3 Minuten beginnen. Gibt es eine Nein. Mindestbuchstabenzahl? Okay. Dann geht mal bitte in eure Channel und eure 3 Minuten beginnen. So, diesmal fange ich bei dir an. Fjalk, du bist ja ein sehr eloquenter Mensch. Hast du denn eine Vermutung, welche Wörter da so bei sein könnten? Ich mein, mir haben wollen. Aha. Ja, Deutschen sind scheiß egoistisch. Ja, kann natürlich, ne? Denk einfach dran, es geht halt wirklich, die haben hier da ganz viele, ja, Bücher oder Publikationen eingelesen und halt dort die Worte gezählt, ne? Da gibt es natürlich auch viele Füllwörter. Das werde ich dann auch den anderen sagen. Also das solltest du vielleicht im Hinterkopf behalten. Ja, deswegen, weil ich den anderen noch den Tipp auch geben will, verziehe ich mich mal schnell und lass dich weiter grübeln. Hallo Stormy.
Auch dir den Tipp, weil ich den Pferd gegeben hat. Ich habe natürlich so gefragt, was hast du für Ideen? Hat er mir Wörter genannt. Deswegen für dich der Tipp, denk an die ganzen Füllwörter, nenne ich es mal, die im geschriebenen Wort auftauchen können. Ne? Da gibt es ja jede Menge. Ich habe eine Vorstellung, was du meinst. Ich glaube es zumindest. Hast du ein bestimmtes Prinzip, wo du jetzt überlegst, so komme ich auf die meisten Wörter oder lässt du Ja, einfach im Kopf durchrattern? Ansprachen zum Beispiel, oder wenn man erklärt, wie etwas ist oder beschaffen ist oder so. Da, oder wenn man zum Beispiel, das ist ein Haus. Da würde ich sagen, dass abgesehen von Haus jedes Wort in der Liste vorkommt, Mhm. in den Top 30. Okay. Ja. Also hätte ich jetzt gesagt. Ja, ich sehe auf jeden Fall, du hast eine Grundidee. Deswegen sage ich noch schnell dem Bacon das mit den Füllwörtern, damit das fair ist. Bis gleich. Eine Minute noch. Jo. Hallöchen. Ja, das ist kein Problem, 30 Wörter Ja, zusammenzukriegen. ich habe für Bis dich, ich gebe gleich. dir am Anfang direkt einen Tipp, weil ich dir den anderen gegeben habe, weil der Pfeig so ein bisschen angefangen hatte, so Wörter zu sagen. Denk bitte an die Kurze ganzen, Wörter an sind. die Füllwörter, so nenne ich es mal, die halt Ja. in geschriebenen Sachen Nee, sehr oft also vorkommen. ich hab ehrlich gesagt bisher, glaube ich, kein Wort, was mehr als 5 Zeichen hat. Ne? Oder 6. Und ich bin jetzt bei 47. Wow, okay, das ist. Die werden nicht alle in den Top 30 sein, wahrscheinlich. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ich habe auch, kann ich jetzt da noch mal eben kurz sagen, ich habe auch das und das. Ja, wenn du die nennen Weil solltest, die dann sind, glaube solltest du ich, halt. natürlich sagen, wie sie Ja, geschrieben werden. unten. Ich werde den Ja. beiden anderen mal sagen, dass sie hochkommen sollen. Es sind noch 3 Sekunden. Dann darfst du gerne wieder in Aufnahme 1 hochkommen, die Zeit. So, die Zeit wäre um. Bitte einmal wieder hochkommen. Danke sehr. Hallo. Ja, da Durchgereicht. sind wir wieder alle da. Richtig, sind Schön. alle wieder da. Wir konnten alle überlegen. Ich habe ein gutes Gefühl, dass ihr. Ich habe nur 43 Worte, meint ihr das reicht? Nein, keine Ahnung, aber Ja, ich das ist habe gut. auch, also ich habe das Problem, ich habe mittlerweile 50 Wörter. Ja, werden wir mal rausfinden. Aber da der Falk hier gerade gesagt hat, er hat 43 Wörter, darf er mal mit einem anfangen in dieser Runde. Okay, ich nehme tatsächlich eins, nie das, das ich gleich als allererstes hatte. Aus dem gemeinen Grund, weil ich gedacht habe, alle Menschen sind Egoisten. Deswegen ist das bestimmt eines der häufigst benutzten Worte, ich. Ja. Ja, da Würde ich sagen, nö. ich Doch. schaue sicherheitshalber nochmal. Ja, mit F nach ich suchen, dann listet er mir alles andere Wort auf. Schaue ich mal, ob ich das irgendwie finde. Ich wäre auf Platz 79 gewesen. Du hast ein Kreuz Echt bekommen. krass. Gut, Becken. Ich nehme, glaube ich, das, was ich gerade eben schon gesagt hatte. Ich nehme das EAS. Ja, Das oder? ist Ja, auf der ja. 8. Somi. Wie häufig kommst du vor? Der, DR. Das ist natürlich auf der 1. Fjalk, für dich die Warnung. Bei einem X bist du raus. Enttäusch mich nicht. Ja, komm, dann machen wir es voll und dann nehme ich die. Ja, die ist auf der 2. Da bin ich dran. Ja. Ich nehme das mit Doppel-S. Das mit. Oder SZ, je Ja. nachdem, welche Rechtschreibung du bevorzugst. Ja, ich hatte das, glaube ich, genau. Auf der 28. Gerade noch so. Ja. Aber dabei. Und das ist das Einzige, was zählt. Das ist das Einzige, was zählt. Story ist dran. Die. DIE. Steht das schon auf der Liste? Großgeschrieben, hätte ich jetzt gesagt. Groß und klein Ja, aber habe ich das ist mir egal. zusammengefasst. Okay, dann lassen wir das. Dann sage ich für. Weil Muss groß geschrieben wäre es nicht. ja nur beim Satzanfang, also das habe ich zusammengefasst. Für Okay. ist auf der 13 dabei. Fjalk.
Ist. Du meinst das Dasein und nicht das Essen, oder? Ist von sein, Ja, ja. das ist auf Ist von sein. ja, ist auf IST. der 14. Dann bin ich ja schon wieder dran. Ich sage einfach mal und. Weil Ja. das ist einfach mal, das ist so ein Ja, typisches. auf der 3. In IN. Natürlich, auf der 4. Da Fjalk. Ja, wenn wir schon mal ist hatten, dann haben wir jetzt auch hat. Hat, 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 hat. Von haben. Ja. Auf der Ja. 27. Oh. Becken. Den. Den. Jawohl, das ist auf der 5. Der geht von oben nach unten durch. Nee. Ich gehe nur durch, welche schon drauf sind und gucke, welche anderen Formen vielleicht noch häufig verwendet sind. Fjalk. Ich muss bei mir halt filtern, ich habe zu Nee, viele. Stormy, Entschuldigung. Stormy. Von. VON. Ja. Ja, Würde ich auch sagen. auf der 6. S. ES. S. ES. Jawohl, das ist auf der 22. Dann sage ich sie. 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 Ja, da bist du ganz knapp dabei. Das ist auf der 29. Oh, okay. Krass, hätte ich jetzt höher eingeschätzt. Oh, gut. Dass ja nicht nur sie für die weibliche Form ist, sondern auch sie für eine Siezform. Dann Ja. müssen sie Folgendes machen oder so. Gut, dann ist der Stormy wieder dran. Nach. Nach. Denkst du, das ist so häufig genutzt? Naja, ich fahre nach Brüssel. Ja. Es ist nach 12. Ja. Hätte ich jetzt auch. Ja, Mann, machst du es spannend. Auf der 30. Ha, Gott. Kimme auf Glatteis, ey. Kimme auf Glatteis? Ja. Das sagt man in Das Bayern musst du so. das musst du Ja. echt wollen. Also das Nein, passiert nicht sagt einfach. man nicht. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Ich hatte den Pferd nicht gehört. Entschuldigung. Ich sagte, dass Kimme auf Glatteis musst du auch echt wollen. Das kannst du, das passiert nicht aus Versehen. Da musst du was für tun. Nicht drüber nachdenken. Ja, ist manchmal besser. Okay, ich glaube, ich bin dran, oder? Ja. Ja. Wenn sie da ist, dann muss ja er da drüber sein, weil wir leben ja in einer Machokratie. Achso, ich Ja, dachte, da weil hast du er was recht. wichtiger Das ist auf der 26. ist. Okay, aber da hätte ich sie jetzt doch häufiger eingeschätzt, weil sie ja nicht nur die weibliche Form ist, sondern auch die, wie gesagt, Ja. Siezanrede. Dann sage ich Oder auch die des. Mehrzahl. Sie gingen wohin, Ja, ne? des, DES. Des. Es war Ja. des Hausmeisters Ja. Kopfbedeckung, Auf die der sie 11. trage. Was gibt es denn noch mit dir am Anfang? Ach ja. Stormy. Mit D am Anfang Ich habe immer noch mehr als hätte ich ich. jetzt dem noch. DEM. Natürlich Oh, auf der ja. Finde ich 16. sehr gut. Einem Türelement, dem Graf ist ein Stock im Arsch. Ich wohne dem Tatort gegenüber. Ich entnehme dem. Ach, egal. Ich habe, glaube ich, nichts Gutes mehr. Deswegen gehe ich wieder zurück zu den Egoisten und sage, auch wenn es nicht drin ist, auch wenn es, nee, warte, ich habe nichts Gutes mehr. Deswegen sage ich jetzt mein. Mein. Mein wie Ich glaube, der Mann ist raus. nicht so.
Ja, ich schau mal. Es taucht sogar nicht mal in den Top 100 auf. Du bist leider nicht mehr dabei. Das macht nichts. Ich hatte noch so gute Sachen wie Lügenpresse Lügenpresse. Gut, mal gucken, ob der Bacon was anderes außer Lügenpresse hat. Ich sag, ach so, warte kurz, das haben wir schon. Ich meine, ich habe immer noch mehr als 30 Treffer. Ich habe immer versucht, die ganzen Dinger rauszunehmen, wenn einer was gesagt hat. Dann sage ich, auf. Er sitzt auf dem Sofa. Ich Raffe dich sage, auf ja, zu neuen das ist Taten. auf der 12. Wenn wir beim Egoismus sind, sage ich sich, S-I-C-H. Auf sich bezogen macht das Sinn. Könnte man meinen. Ja, gut, dass ich nochmal da nachgeschaut habe, weil das teilweise will ich ja schauen, dass ich nichts übersehe. Sich ist auf der 10. Ihr seid beide noch ohne Fehler. Ja, was hat beim letzten Mal ausgerollt? Er befindet sich im Bad, im IM. Ja, habe ich hier auch. Jawohl, das ist auf der 15. Zu gleich, zu spät, zu viel, also zu, ZU. Ja, das ist auf der 7. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Nicht. Das glaube ich nicht, Was doch. heißt Ich glaube das doch. Schallplatte? Ja, Deutsche sind ja ein negatives Volk, deswegen ist das auf der 17. Ich hätte eher Nicht, nicht gedacht. hatte ich. Ich hatte nichts hier. Mit mir hast du den meisten Spaß. Mit mir lebt es sich besser. Mit mir ist alles toll. Mit. Hört ihr auch dieses Lachen aus dem Hintergrund? Ja, ich glaube selber nicht, was ich hier rede. So, ja, damit wird jetzt Werte mitgesagt. Der Stormy, ja, erfüllt damit die linke Seite auf. Also nur noch Sachen auf der rechten Seite über. Das war auf der 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lücken noch. Ich sag als, wie, als, wie, als, ALS. Ja, ALS, Ice Bucket Challenge ist garantiert dabei. Auf der Er ist 20. stärker als die Marco. Wird in Hessen auch einfach mal so in den Satz reingeworfen, ohne dass es einen Sinn ergibt. Nein, es hat einen Sinn, aber der ist für mich nicht zu ergründen. Ich weiß, dass Das man. glaube ich auch. Also auch. AUCH. Jawohl, das ist auf der 21. Er trinkt ein Bier ein. Oh, Ja. ja, das war noch gar Ich glaube, nicht. das ist eine von den oberen beiden Lücken. Ja, auf der 18 ist das. Wenn es einen gibt, dann gibt es auch eine Frau. Eine. Ja, natürlich direkt darunter. Warum immer die weibliche Form unten drunter? Hat der Weil Fjalk gesagt, weil. die deutsche Sprache eine Macho-Sprache Ja. ist. Scheiß Deutsche. So, jetzt kommen wir, glaube ich, zu den 1. Wäre noch. Könnte man noch Das kommen. Spiel ist aus. 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 Ja, aus ist dabei. Auf der 25. Jungs, ihr macht's spannend. Noch zwei Lücken sind über. Der PC ist an. An. Ja. So. Okay. Ich sage einfach mal, Mann, MAN, Kurzform. Das kann man machen. Nein, damit hast du ein X. Okay. Stormy kann versuchen, die Runde für sich zu gewinnen. Also jetzt habe ich echt zu viele. Ah. Pinüpel, sag Pinüpel, da kommt keiner drauf. Lügenkresse, nein. Wir werden alle sterben. Werden. Ach so, ich dachte sterben. Nee, Nee. werden. Damit hast du diese Runde gewonnen. Du hast die letzte Lücke gefüllt. Nicht schlecht. Ich bin sehr beeindruckt von euch. Es reicht trotzdem nicht, den Becken einzuholen. Ja, aber es Ein gibt ja Punkt noch, es mehr wird ja als noch eine du. dritte Runde geben. Aktueller Zwischenstand nach zwei Runden. Fjalk hat 8 Punkte. Stormy hat 23. Bacon hat 27.
Für den Fjallk wird es vielleicht knapp, aber bei den anderen beiden, da kann sich noch was tun. Warum kommen jetzt einfach die 30 Lieblingsgerichte von Fjalk? Oh, seine liebsten Tabaksorten, ja. Ja, oh, nein, 30 Gründe, Golfe zu hassen. da fallen mir mehr ein. Ich muss das. Da habe ich auch schon das Buch von Fjalk gekauft. Es kam halt, es war halt hier Lieferung per Spedition, weil es ist so schwer. Ach, nicht per Golfschläger? Ich habe auch schon die Fortsetzung in Arbeit. Ja, Das Sequel auch da musst du schon? ja bald Ja, das wieder Sequel? recherchieren, ne? Und nochmal mit uns Golf reden. hassen, aber richtig. Nee, darum geht es man nicht, auch wenn man wahrscheinlich Golf überall dort machen könnte. Ich möchte nämlich von euch die 30 30 beliebtesten Rasensorten. größten Länder der Welt nach Fläche im Jahr 2020. Dann. Echt? Hat sich da was geändert? Es ist nur dabei. Zählt bei Russland die Krim-Annexion mit dazu, Ja, die Quadratmeterzahl? es gab da mal zwei sehr große Länder, die sind, haben sich aber aufgehört. Ja, verteilt euch mal bitte. Danke. Ne, verteilen. Ich verteile mich immer. So, ich weiß nicht mehr, ob ich letztes Mal bei dir zuerst war oder beim Stormy, deswegen bin ich mal bei dir. Wie viel bist du denn schon so abgereist? Russland, China, Kanada, USA, China. Da warst du überall Nein, schon. ich war immer nur in kleinen Ländern, seltsamerweise. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, das größte Land, in dem ich außerhalb von Deutschland war, war Frankreich. Okay. Und ich weiß gerade nicht, wie groß Rumänien ist, aber ich glaube, kleiner als Frankreich. Ja, Und wahrscheinlich ansonsten schon. war alles andere war auf jeden Fall klein. Obwohl Schweden. Ich war auch schon mal in Schweden. Ist auch nicht so klein. Aber man muss ja auch Ja. nicht in alle Länder reisen, um einschätzen zu können, wie groß sie sind. Nee, ich habe einen Atlas, ich hab ein Atlas und Google Maps. Also Ja, jetzt nicht auf, aber. wollte ich gerade sagen, nicht während der 3 Minuten und auch danach nicht. Ja, du wirst ja schon bestimmt irgendwie hinkriegen. Bis gleich. Hallo, Bacon. Hallo, Reist du viel? ich habe schon einiges geschrieben. Ob reise ich viel oder schreibe ich viel? Reis. Verreisen. Also warst du schon in vielen großen Ländern? Nee, ich reise auch immer gerne immer in die gleichen Länder, Ja, so weil es kleine mir dort Sachen wie einfach zu gut Irland. gefällt. Genau. Ich glaube, das wird dieses Mal richtig schwer, weil ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass die Weltkarte, dass die ja auch verzerrt ist. Ja. Also wenn du so eine Welt im Buch oder sowas siehst. Klar, weil geht nicht auf eine Kugel drauf. Ja. Genau. Und deswegen glaube ich, dass gerade in den äquatorialen Gegenden, also sprich in Afrika, glaube ich vor allem, dass da einige Länder dabei sind, die größer sind, als man denkt, weil die gar nicht so groß sonst Und du meinst aussehen, zum weil die Beispiel, die dort oben halt sind, recht. dass die auf der Strahlkarte nur gezerrt sind und in Wirklichkeit kleiner sind? Genau. Also und eine Frage habe ich. Ich habe da was aufgeschrieben, wo ich mir total sicher bin, aber ich weiß nicht. Gilt Dänemark oder gilt Grönland als richtige Antwort? Weil Grönland ist ja eigentlich irgendwie Bestandteil von Dänemark, wenn ich mich Ich nicht würde irre. die schon dann als Einzelnes sehen. Okay. Und ich gehe noch ganz schnell zum Somi. Jo. So, ich schaue noch ganz schnell bei dir Boah, rein. alter Vater, Habe ich dich hab erschreckt? ich mich jetzt erschreckt, ey. Das ist schön. Ja, wie sieht's bei dir aus mit Geografie? Super. Geografie, bestes Fach neben Englisch. Okay, also hast Ja. einiges im Kopf. Ja, 30 kriege ich locker zusammen. Wahrscheinlich auch die größten. Ja, dann hast du noch 10 Sekunden, um dir das zu überlegen. Aber das Gute ist, du kannst ja auch noch während des Auflösens nachdenken. Wo wir es gesagt haben, ist die Zeit vorbei. Du darfst dann gerne nach oben gehen. Okay, jo. Die Zeit wäre dann vorbei. Komm bitte hoch und beehre uns mit deiner Anwesenheit. Okay. So, da sind wir wieder. Wow. Habe ich dich schon wieder erschreckt? Nee, ich habe nur selten ein Land so falsch geschrieben gesehen, wie ich es gerade geschrieben habe, dieses eine Land hier. Alter, das tut mir die Augen weh von. Ja, Ja. wenn es dazu kommt, dann kannst du uns ja sagen, wie Also das Schland schreibe ich ursprünglich. auch mal mit T hinten. Schland habe ich gar nicht in der Liste hier drin. Wie man spricht, Ja, so richtig.
Ich sag nicht, ob ich es in der Liste habe oder nicht, weil es wäre vielleicht ein zu großer Tipp. Ja. Du Ich habe darfst. Dominik ja schon einen Tipp gegeben. Ja. Du darfst Ja. aber auch sogar diesmal anfangen, Becken. Nee, Doch. ich habe schon angefangen. Nein. Doch. Bei Wörtern hat der Ach Fjalk so. angefangen und bei Interpreten hat der Stormy angefangen. Ah, okay. Ja, dann fange ich doch an. Ist auch kein Problem. Denkt dran, ihr müsst auf das dritte Tabellenblatt gehen, wenn ihr noch nicht da seid, damit ihr seht, Ich bin Ja. hier. Hallo, 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 hier bin ich. Ja. Ich nehme einfach das Land, wo ich mir total sicher bin, Was auch jeder weiß. worüber wir geredet haben, und ich sage Grönland. Nee, Grönland ist von der Fläche. Also ich hatte Dominik Ja, gefragt, Grönland habe ich dir auch ob ich stehen. Dänemark nehmen soll oder ob Grönland. Weil Grönland ist ja Grönland. nicht in dem Sinne ein Land, auch wenn Trump es kaufen Grönland. will. Ja, wollte er Er gerne. hat es schon gekauft, hat das Nee, annektiert. er wollte es, glaube ich, gegen irgend so eine Insel von Amerika tauschen, kam dann noch raus. Es ist auf der 12, jawohl. Gegen Puerto Rico, glaube ich, ja. Gut, Stormy. Russland Ja, wirf die Gläser an die Wand. Russland ist auf der 1. ist das größte Land, ja, flächenmäßig zumindest. Wenn wir jetzt immer Schland sagen, dann kann das doch, da müssen doch einige Treffer bei sein. ja, komm. Ich sag mal, weil ich ja jetzt nicht runterarbeiten möchte, sondern Hoch. ja, auch hoch. Aber lass uns doch noch mal über Algerien reden. Algerien. Ja, glaube ich auch. Habe ich hier auch drin. Relativ hoch sogar. Ja, das ist richtig, das ist auf der 10. War aber mal größer, das Land. Viel größer. Und dann hat man noch mal nachgemessen. Stand es 2020? Ja. Dann sage ich Australien. Hat sich da was verändert? Nee. Ja, ist auf der Ich habe 6. einfach nur so nachgefragt. Ist auf der 6. Jawohl. Ja. Dann sage ich, kann er hier, kann er da. Jawohl, natürlich, auf der 2 dabei. Fjalk ist dran. Achso, Use and A. USA, USA, mindestens auf Platz Ja, genau. 3. Jawohl, das ist Muss ich richtig. auffallen. Ich weiß jetzt schon, was auf 4 kommt. Ja, da kann der Banker Ich jetzt sag machen. mal China. Ja, China 100 Pro auf 4. Natürlich. Hat sich ja nichts geändert. Doch, Hongkong ist dazu gekommen. Ja. Ich glaube auch Russland wäre ohne die Kommunikation auch Ja, auf der denke 1. ich auch. Ja, dann sage ich noch Brasilien und dann machen wir da oben fertig, würde ich sagen, oder? Also sind wir da Ja. fertig. Gut, schön. Gut, dann haben wir Ich die. glaube, dann haben wir aber auch die ganzen Großen haben wir jetzt auch echt weg, oder? Weil Eins Dame fehlt kannst du noch. noch. Ein ganz großes fehlt noch. Also nicht ganz großes, aber ziemlich großes fehlt noch. Was ich auch jetzt schon auf der 7 sehe. Mal gucken, ob es kommt. Ja, vielleicht von Fjalk. Das. Ja, vielleicht haben wir. Libyen. Ach, du meinst Libyen, Libyen. ja, aber das ist nicht das Land, was ich meine. Libyen. Ich weiß mal nicht, wo das Ja, als Y ich gestern ist. die Liste gemacht habe, habe ich auch erst falsch geschrieben. Das Y kommt da hinten, auf der 17 ist das. Ja. Libyen. Ja. Libyen. 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 Egal. Dann sage ich, und da kann ich mir vorstellen, dass es auf der 7 ist, Indien. Ja, das ist das Land, was ich meinte. Das ist 100 Pro auf der 7. Korrekt. Da bin ich mir nicht ganz, also war ich mir jetzt nicht sicher, aber ja, ist halt noch relativ groß, ne? Ja. Oh, Stormy. Okay, dann gehe ich mal so ganz knapp ins Mittelfeld und sag mal Mexiko. Ja, Ja, da auf jeden dachte ich immer, die Fall. sind so klein, aber die schaffen es auf die 14. Nee. Die sind nur schlank. Die wirken dadurch kleiner. Aber es zieht sich. Ja, ich wollte gerade sagen, die sind schön lang nach unten gezogen, die Mexikaner. Ja, mal gucken, ob der Fjalk auch was Schlankes oder was Dickes nennt. Was schlank ist, ja, warte. Schlank, schlank, schlank. Nee, die sind alle ein bisschen moppelig. Aber wer leider ein bisschen abgenommen hat, ist ja hier die Ukraine. Ukraine, 12 Points.
Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Ja, so kann man sich nämlich vertun. Die Ukraine ist leider nicht dabei. Du hast ein Kreuz bekommen. Das ist das zweitgrößte europäische Land. Ja, siehst du Ja, mal. siehst du mal, wie groß die Welt ist. Da gibt es auch andere Sachen außer Wo Europa. wohnt ihr denn? Ja. Gut, Bacon. Wenn wir schon bei der Ukraine sind, sage ich, das habe ich nämlich letztens in Dings gesehen, bei irgendeiner Quizshow im ersten, glaube ich, Kasachstan. Hätte ich gar nicht gedacht, aber Ja. Kasachstan ist relativ groß. Lass mich raten, 9 oder 8. Also ist auf der 9. Kasachstan Ostgrenze ist China. Das ist Ja, das ist groß. dieses komische Land, wo keiner was drüber weiß. Das Ja. ist so. Guck mal, hier drüben ist Europa und da hinten haben die China gehalten. Da kommen noch so ein paar Länder, wo ich mir denke, okay, ich weiß nichts über die. Dann ist, glaube ich, der Pferd dran, Ja, oder? nee, der Nee, ich bin Zombie. dran. Achso, Entschuldigung. Dann bin ich mir sogar fast sicher, dass ich die Achterlücke jetzt noch voll mache, nämlich mit Argentinien. Da liegst du richtig mit. Ja. Fjalk, für dich die Warnung, du hast ein X. Hätte mich das jemand aufgehalten? David Bowie zum Beispiel. Ja, sag nochmal Wenn du David jetzt Bowie. David Bowie sagst. David Bowie-Tanien. ja, komm, aber wenn wir Kasachstan haben, dann möchte ich auch Mongolei sagen, denn das gehört ja Ja, irgendwie ja, zusammen. ja, 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 komm, Ja, komm, komm, ich ja, dachte natürlich. gestern, war die nicht nur früher? Nee, die Mongolei gibt es immer noch auf der 19. Ja, natürlich gibt es die immer noch. Die war auch mal sehr viel größer. China hat sich viel davon gesnackt. Kommen geile Metal-Bands ja übrigens. Aha. Ja, ist richtig. Gut. Vor allem Death Metal Bands. Ich bin ja ganz froh, dass wir das Thema haben, flächenmäßig größten Länder und nicht die Länder mit der größten Küstenlänge, weil Dich auch da an. kannst du dich, ja, aber da kannst du nämlich dich da echt wunderbar drüber streiten, weil die Küste wird ja eigentlich unendlich, ja, geht ja gegen unendlich die Länge. Da gibt es ja so ein Paradox, je genauer du das sozusagen, je näher du sozusagen an die Küste rangehst, desto länger wird die Küste. Ja. Ja, deswegen bin ich ganz froh, dass wir das nicht haben. Ein Land, was glaube ich immer noch recht groß ist, also ja, Iran. Ja. Das ist riesig. Ja, Ja, Glaubt man das gar nicht, aber das ist ist riesig. riesig. Das ist nämlich auf der 18. Na okay, dann nicht ganz so riesig, aber es ist groß. Republik Kongo. Ja, Alter, weißt du, was für große Länder es in Afrika gibt? aber also in Also auf dem Afrika würde ich ja afrikanischen dazu Kontinent gehören. halt? Ich Nein. lasse es gelten, der offizielle Name ist Demokratische Demokratische Republik Republik Kongo auf Kongo. der Es tut mir 11. leid. Nein, sage ich ja, das lasse ich gelten. Ist Aber das doch wie heißt? demokratisch wie die Demokratische Volksrepublik China? Ja. So ungefähr, ja. Und Mindestens. genau. Und ganz toll geeint. Nee, nee. Wie heißt denn eigentlich offiziell der andere Kongo, der da drüber ist? Heißt der nicht auch Republik Kongo irgendwas? Volksrepublik? Weiß ich nicht. Hab Oder keine ist das Ahnung. die. Ja, warte mal ganz kurz. Ja, So, aber die wesentlich heißen so kleiner. ähnlich. Ja, es gibt. Ja, genau. Also, das andere Kongo gab es nämlich schon, als der Kongo noch Zaire hieß. Und das Stimmt. war sehr verwirrend, als plötzlich beide Kongo heißen wollten. Ja, Das erinnert mich so ein bisschen an Mad TV. Da gab es doch auch da gab es doch diese zwei, die sich die gegenseitig immer in die Luft Vereinigten gesprengt haben, ihre und dann Studien. Ja. die. Genau. Spion und Spion, weißer Spion und schwarzer Spion. Ja, vor 10 Jahren oder was saß ich im Kino und plötzlich kommt ein Trailer und ich denke so, da haben die Spion und Spion verfilmt. Was ist Also echt schon hieß 10 Jahre nicht. her? Ja, da waren plötzlich zwei Typen, zwei Geheimagenten, die sich um eine Frau gekloppt haben. Und ich dachte die ganze Zeit, Nee, das ist aber der genau Bacon die. meinte nicht das Heft, sondern das Videospiel Mad Ja, TV. ja. Und da gibt es auch zwei, die fast gleich heißen und die sprengen, da kommen dann gerne mal Terroristen und sprengen sich in die Luft. Und wenn du Pech hast, dann hat der andere TV-Sender die Namensschilder vertauscht und der Bombenleger sprengt dein Filmarchiv in die Luft und sowas. Ja, oder du sprengst dadurch Leute raus und kannst dir dann neue Studios holen. Ja, so, jetzt muss ich kurz hier schauen. Ich glaube, der Fjalk war dran. Ja. Ja, ach komm, wir waren doch in Südamerika noch gar nicht durch.
da ist doch noch dieses andere gar nicht so kleine Land namens Peru. Ja. Sind noch ein paar. Ja, Ja, ein paar, aber. Auf der Okay. 20. Noch sind alle Bin dabei. ich schon wieder Ja, dran? du bist schon wieder dran. Langsam wird es Wir auch marschieren halt durch hier. wahrscheinlich eng. Dann sage ich einfach mal Saudi-Arabien, die sind auch groß. Ja, natürlich mal sind die mit drin. Ja, das ist richtig. Auf der 13. Warte mal kurz, das haben wir. Ach, das haben wir noch. Doch, das haben wir auch schon raus. Ich muss mal eben kurz nur bei mir gerade ein bisschen aufräumen. Dann Kolumbien. Auch Kolumbien hat es in die Liste geschafft auf die 26. Fjalk. Ja, das hebe ich mir auf. Aber vielleicht, ganz vielleicht, irgendwo auf den nicht ganz so hohen Rängen, also auf den zweistelligen, irgendwo da drin, könnte sich doch noch vielleicht so ein Land wie Scheiße, da ist es noch. Das da in Südamerika, das keinen Zugang zum Meer hat, das große. Ach, Kacke. Komm schon, Gehirn. Es ist gerade mal früh am Abend. Kurz nach neun. Ich weiß, weil ich glaube, ich weiß, welches Land du Ich habe auch meinst. eine Vermutung. Ja, das ohne Zugang zum Meer. Ja. Ich glaube, da gibt es nur eins. Ja, nee, ich glaube, da gibt's ja nicht Ich weiß zwei. nicht, hat Paraguay auch keinen Zugang zum Meer? Ich weiß es nicht. Das Land, das nicht Paraguay ist, aber genau daneben. Das kann ich leider so nicht gelten lassen. Dann kommt dann nicht was anderes. Ich Aber weiß, was du meinst. Und das ist 100 Pro in der Liste drin. ja, Ich glaube, denn ich das nehme es auch ist gleich. gar nicht so klein. Aber okay, dann werde ich jetzt nicht drauf kommen, nehme ich was anderes und hoffe mal, dass irgendwo auf 27 bis 30 sich vielleicht noch Ägypten versteckt. Ja. Hast gesagt, 27 bis 29, hoffst du? 27 30. bis 30 hat er Ja, gesagt. auf der 30 ist es. Bis dann. Und das war das Land, was ich so unfassbar falsch geschrieben habe. Wie hast du es denn geschrieben? Weil es so in der Hitze war und nach oben wollte, in den anderen Channel habe ich geschrieben: Ägyptien. Ägypten. Natürlich. Ich habe gesagt, mir schon die Augen weh davon. Ja, das ist eine interessante Schreibweise. Ja, Ägypten. Aber der Becken ist jetzt erstmal dran. Ich sage jetzt einfach mal das Land, woran, glaube ich, Falk gedacht hat, Bolivien. Richtig. Bolivien. Denk doch einfach an Danke. Oliven. Nee, ich habe die ganze Zeit an Salzwüsten und seltene Erden gedacht. Ja, aber war auf der 28 dabei. Aber mit kein Meereszugang sind es tatsächlich nur zwei, glaube ich. Da hattest du, glaube ich, recht. Das sind Bolivien und Paraguay, wenn ich mich nicht täusche. Also Bolivien auf jeden Fall, aber auch Paraguay. Bei Paraguay war ich mir nicht mehr sicher. Ja, das sind die einzigen zwei, wo mitten drin sind. Südafrika, sage ich. Jawohl, auch das ist dabei auf der 25. Alle noch dabei. Fjalk. Ich habe ein ganz tolles Land, aber da traue ich mich nicht, weil da ist sehr viel Wasser bei. Deswegen lasse ich das. Aber wenn Südafrika auf 25 ist, dann hat das doch bestimmt so ein riesiges Land wie Namibia noch auf die 29 geschafft. Glaube ich nicht. Nee, damit bist du leider raus. Es ist nicht dabei. Das ist nur deine Meinung. Gut. Bacon, schon Ja, wieder. mit euch beiden spiele ich weiter. Aller guten Dinge sind drei. Ich sag, ich glaube, das ist vielleicht das Land, was Jörg meinte, Indonesien. Es ist auch noch mit dabei, das habe ich hier stehen. Ja, das ist auf der 100 Pro. 15. Es hat, weißt du, Ach Jörg, war komm, das, wo du Tommy, meintest, du viel musst Wasser? nicht immer so offen zugeben, dass du die Liste schon vom Shadow hast. Das fällt langsam auf. So, dabei habe ich auch meine Liste. Ja, vorhin in dem anderen Quiz, ne? 69 Ja, Folge genau Columbo. das Land habe ich gemeint. Ja. Somi ist dran. Äthiopien. Äthiopien. Kann man auch schön falsch schreiben, ist auf der 27.
Das habe ich, glaube ich, richtig geschrieben. Ja, tatsächlich. Ist das größer als Namibia? So viel okay. größer. Also jetzt wird's. Ich kann es ja zumindest sagen, es wird bei mir langsam eng. Und jetzt kommen, glaube ich, hauptsächlich noch Länder dran, bei denen man, wenn man auf die Weltkarte guckt, gar nicht unbedingt denkt, dass die so groß sind, weil die, glaube ich, recht zentral am Äquator liegen. Und die Länder um den Äquator rum sind ja auf einer normalen Weltkarte im Verhältnis kleiner als Länder, die viel weiter im Norden oder viel weiter im Süden liegen, weil eine Kugel rund ist und dementsprechend die oben dann verzerrt dargestellt werden. Richtig, der Mann kennt sich aus, finde ich gut. Nee, ich gucke halt auch regelmäßig Quizshows und ich habe Twitter, reicht. Also ich gehe mal eben... Ja, lese ich täglich die Nachrichten über die Mongolei durch. Also ich glaube in Mittelamerika und Südamerika gibt es da jetzt nicht mehr so viel, das wäre vielleicht maximal noch Chile, aber Chile ist mir zu schlank, das reicht nicht. In einem asiatischen Raum wird es für mich echt richtig düster nach Indonesien. Da weiß ich nämlich nicht mehr wirklich viele Länder, von denen ich jetzt ausgehen würde, dass sie relativ groß sind. Ich sag deswegen eins der Länder, wo ich mir aber noch nicht mehr sicher bin, wo das liegt. Also ich weiß, es liegt in Afrika. Aber wenn du mir jetzt eine Karte zeigst, ich könnte nicht genau sagen, welches Land das ist. Ich sag deswegen Niger. Das ist richtig. Jawohl, Niger ist auf der 22. Ja, und dann hört es auch echt langsam bei mir auf. Aber erstmal muss der Storm ja was liefern. Der Sudan. Der Sudan ist auf der 16. Nicht schlecht. Scheiße, Sudan ist da noch. Es gibt nur noch 4 Lücken. Ja, ich sehe es. Das Problem ist, wir haben jetzt schon elendig viele der Länder, die ich noch kenne. Oh, scheiße. Ich sag, wenn Niger dabei ist, ist auch Nigeria dabei. Ist das deine Antwort? Ja. Das ist ein X. Tommy, du kannst es theoretisch noch schaffen. Angola? Angola ist auf der 23. Angola kann ich nicht gewinnen. Scheiße. Danke, dass du Angola gesagt hast. Du hast mich gerettet. Glaube ich. Ja, du hast ja bisher erst ein X. Du bist also nochmal dran. Ich würde sagen... Und es tut mir leid, weil ich gucke gerade gar nicht mehr in die Kamera. Ich würde sagen, wir nehmen eins der Länder, wo wir, glaube ich, immer noch eine Bundeswehrmission haben. Also es ist nicht nur eine Bundeswehrmission, es ist, glaube ich, eine UN-Mission. Mali, das ist auch riesengroß. Das Land. Und das ist auf der 24, jawohl. Oh, dann wird es aber echt langsam ein bisschen schwerer. Das ist die erste Frage, wo ich nicht mehr als 30 Begriffe aufgeschrieben habe. Dann ist der Stormy dran. Was dir alles in der Welt? Nein, du definitiv nicht. Du bist zu klein. Du könntest sein und du könntest sein und du könntest sein. Du auch. Du bist zu klein. 1, 2, 3, 4. Doppeltes 50-50. Nein, dich schreie ich noch. Chad. Ich sag mal Chad. Oder Chad. Spricht man es Chad aus? Chad oder Chad? Ich sag immer Chad. Das ist auf der 21. Pff, Alter. Kann der Bacon die letzte Lücke füllen? Per Einwohnerzahl wüsste ich jetzt, was kommen würde. Aber du kannst nicht einen Tipp geben, auf welchem Kontinent das Land liegt, oder? Nein. Ja, ich vermute sowieso, das Land, was fehlt, ist garantiert in Afrika. Und ich vermute, es ist ein Land, was mittig irgendwie in Afrika liegt. Aber ich habe keine Ahnung. Weil ich ehrlich gesagt zugeben muss...
dass extrem viele Länder in Afrika, die ich kenne, vom Namen her, wo ich weiß, dass sie auch eine gewisse Größe haben, also sowas wie Elfenbeinküste brauche ich nicht erwähnen, das ist viel zu klein, das weiß ich. Das kommt auch nicht durch die Verzerrung hin, dass es dann in den Top 30 ist. Das Problem ist aber, da gibt es ja, in Afrika gibt es ja, und das weiß ich, es gibt echt einige Länder, die noch größer sind. Also von, weil das Schöne ist in Afrika, also das ist ja eigentlich nicht das Schöne, aber in Afrika sind ja die Ländergrenzen teilweise sehr, nennen wir es mal interessant, also mit einer Linie gezogen und so einen ganzen Kram. Also ein Benz. Oder es ist nicht ein Land in Afrika und ich denke da jetzt die ganze Zeit noch dran. Ja, lasst ja alle Zeit der Welt. Es könnte Chile sein, es könnte Pakistan sein, es könnte Türkei sein. Da würde ich sagen, Chile ist das Kleinste. Scheiße, es könnte auch noch Afghanistan sein. Afghanistan ist auch noch recht groß. Ich sag Pakistan. Damit hast du ein zweites X. Stormy. Und damit hat er mir meine 50-50 auf ein letztes reduziert, weil ich hatte nämlich noch Pakistan und ein einziges afrikanisches Land noch. Und das ist Mauretanien. Damit füllst du die Lücke auf. Das ist korrekt. So, jetzt muss ich mal kurz rechnen. Bacon hat trotzdem gewonnen. Ja. So, der Endstand, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ansonsten werde ich das in der Nachproduktion noch hinbiegen. Fjalk bekommt insgesamt über das gesamte Spiel hinweg 14 Punkte. Der Stormy ist auf 36 hoch und der Becken ist auf 38. Ich hatte 37 gerechnet, aber so oder so. Ja, wie gesagt, muss ich eventuell noch in der Nachproduktion. Ja, im Nachhinein hat der Bacon bei den Künstlern so viel mehr gehabt, dass du ihn danach nicht mehr einholen konntest, obwohl du in den letzten, in den anderen beiden Spielen etwas mehr hattest als er. Gut, das war dann wieder eine schön lange Folge von Wer will mehr? Ich will mehr. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen, ich kriege jetzt mehr Gehalt. Das besprechen wir außerhalb der Kamera. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.